Lass die Zeugen vortreten. Sagt uns allen klar, was er getan hat. Der hier hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Sage uns, beim lebendigen Gott, ob du wirklich der Messias bist, der Sohn Gottes. Du sagst das. Doch auch wenn ich es euch sage, ihr glaubt es mir nicht. Trotzdem sage ich euch, ihr werdet den Menschensohn zur rechten Hand Gottes sitzen und in des Himmels Wolken kommen sehen. Er hat Gott gelästert. Was brauchen wir noch weitere Zeugen? Keine. Was meint ihr? Er verdient den Tod. Tod! 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 Tod. Du warst doch auch bei Jesus von Nazareth. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Der Mann hier war bei Jesus von Nazareth. Nein, ich kenne ihn nicht. Du gehörst doch auch zu ihnen. Deine Mundart verrät dich. Habe ich dich nicht bei ihm im Garten gesehen? Ich sag euch, ich kenne diesen Mann nicht!